geht, Leute? Lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Das war mega nice, Mann. Und da vorne ist ja Alti. Was geht, Bro? Ja, was geht denn hier? Was geht, Alti? Was treibst du hier vor meinem Haus? Du hast dich um einen Gefallen, weil du weißt, du schuldest mir doch noch einen Gefallen. Weißt du doch noch, oder? Keine Ahnung für was, aber ja, gerne. Was für einen Gefallen soll ich denn machen, Alti? Okay, ich komm mit. Wie, was hast du da im Garten stehen, Alti? Was ich beseitigen soll, oder wie? Ja, das nervt mich total schon, seit ich hier eingezogen bin in dieses kleine Apartment. Hä, das kleine Apartment, Alti? Du hast ein komplett riesiges Herrenhaus hier stehen, eine ganze Villa. Ja, aber trotzdem, dieser Baum hier passt nicht ins Bild, Junge. Reiß ihn ab, ciao. Okay, ich soll nur den Baum wegmachen. Das ist alles. Das ist dir gefallen, oder wie? Ja, genau. Du bist zu faul, das selber zu machen? Wow, das ist selber machen. Ich lebe jetzt hier in Saus und Braus. Okay, Alti, viel Spaß. Leute, dann machen wir das, aber damit es schneller geht, hole ich mir noch kurz meine Kettensäge, weil die ist nämlich krass dafür, zu Bäumen runter machen. Und dann nehmen wir das Holz selber und craften da ein Boot raus oder so. Let's go. So, hier habe ich meine Kettensäge. Und jetzt sägen wir den Baum nieder. Let's go. So, davon ist der Baum. Und dann fangen wir mal an. Ja, aber warte mal. Leute, was ist denn das da drunter? Das ist ja ein ganz normaler Baum, aber da unten, ne, scheint ja ein Kistenversteck zu sein. Heißt es, wir haben ja ein geheimes Kistenversteck gefunden unter dem Baum hier im Garten, ne? Ich glaube, deswegen stand der hier so random rum, weil es ist der einzige Baum, der hier so steht. Ich glaube, da hat irgendwie jemand, bestimmt der Vorbesitzer von Altis Haus, etwas drunter versteckt. Wie cool ist das denn, Mann? Warte mal, zwei Kisten, deine Diamantkiste und eine Goldkiste. Aber was vermag da drin zu sein in diesen zwei Kisten? Warte mal, rechts, oha, wie viel Geld ist da drin? Seht ihr das? Hier sind Geldbatzen ohne Ende drin, Diamanten ohne Ende und Spectrum. Warte mal, Alti, komm, ich muss so schnell hier verstecken. Hier, warte mal, raus hier, ich hab die gerade gehört. Alti, wo bist du denn, Bro? Ja, ja, aber Alti, warte mal ganz kurz. Ich brauche mal ganz kurz noch alleine mit dem Baum, weil der ist widerspenstiger, als ich gedacht habe. Weißt du, meine Kettensäge, die fällt manchmal einfach so aus. Ach so, ich brauche meine neue Vogelscheuche da hinstellen. Boah, Alti, die ist ja grottenhässlich. Das ist moderne Kunst. Okay, mach du erstmal weiter. Ich gehe erstmal wieder weg. Tschüss. Okay, Alti, viel Spaß. Leute, ich brauche nämlich die ganzen Diamanten selber. Aber wenn ich das hier abbaue, dann finde ich das ja nie wieder, das Versteck. Wenn ich was anderes hinsetze, dann ist es zu auffällig. Oder die Gefahr ist da, dass Alti das findet. Und ich kann das Geld niemals auf einmal abtransportieren. Das heißt, der Baum muss unbedingt stehen bleiben. Aber warte mal, hier sind auch noch Items drin. Und da ist sogar ein Buch. Was steht in dem Buch drin? Wenn du mein geheimes Bauversteck beschützt, bekommst du den gesamten Dias aus der Kiste. Hä, warte mal. Jemand hat damit gerechnet, dass man das findet. Und er möchte, dass der Baum hier stehen bleibt. Und dafür bekomme ich die gesamte Diamante. Das heißt, ich darf das Geld nicht nehmen. Oder auch nicht die Spectrite Gems. Aber die Dias wären meins davon. Wie auch immer das gehört. Und das heißt, ich muss jetzt den Baum gegen Alti verteidigen. Erstmal würde ich mal einfach sagen, dass der Baum nicht abgerissen wird. Der wird ja noch nichts dagegen, aber ich meine, das ist ja nur ein Baum. Alti, Bro, was geht, Mann? Ach, ich dekoriere schon alles für Weihnachten, Junge. Du weißt doch, wie es ist. Aber Alti, Weihnachten, das dauert doch noch eine Ewigkeit, bis Weihnachten ist. Bist du verrückt? Meinst du? Ich dachte, man könnte schon mal hier sich ein bisschen bereit machen und die Weihnachtsdeko aus dem Keller holen. Okay, Alti ist ein bisschen früh dran, aber Alti, lass doch lieber den Baum stehen. Der ist mega schön hier. Mensch, du bist schon so lange dabei. Du musst doch noch einmal so zack, zack. Ach, der ist echt widerspenstig. Na, mach du das mal weiter, okay? Ja, aber eigentlich meine damit, dass du den Baum einfach stehen lässt. Das ist doch mega cool, oder? So ein Baum im Garten ist doch was Schönes. Du weißt, meine Vogelscheuche muss dahin. Also, das ist, der Baum muss weg. Bitte, lass den Baum. Oh, der muss jetzt auch weg. Ich kann meine Kettensäge. Hey, au! Du hast mir die aus der Hand geboxt, Alti. Hey, nein. Alti, nein. Gar nichts, das ist gar nichts, Alti. Da unten ist überhaupt nichts. Moment mal. Oh mein Gott. Nein, er hat das Versteck gefunden. Was
so viele krasse Items und die können jetzt alle mir enden. Warte mal, ich muss mir was rausnehmen davon, was er eigentlich fertig macht. So, mal das hier. Und zack, batz. Zack, 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 komm her. Wow, was mach ich jetzt, Leute? Ich muss mein Versteck hier verteidigen. Warte mal, hier sind ganz viele Items und die nehme ich mal alle raus. Boah, wenn ich den erwische. Oh nein, 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 soll ich den jetzt alle raus? Oha, ich glaube, das sind alles so Natur-Items. Aber die kann ich einsetzen, um einen jetzt ordentlich zu ärgern und zu verhindern, dass der hier an den Baum rankommt. Warte mal, was ist das denn? Wow, das spawnt eine fleischfressende Pflanze. Wie cool ist das, wenn ich hingehe? Ah, und da beißt die mich. Und die zieht mir mega viele Leben. Wow, die werde ich jetzt hier erstmal rumplatzieren. Und wenn ein Tier da reinläuft, oh, die verstecken sich sogar, dann wird ja gleich von denen aufgegessen. Das ist doch mega nicer Plan hier. Ente? Ente, warte mal, komm mal näher, Bro. Das sind einfach fleischfressende Pflanzen. Nein, das sind ganz normale, tolle Blumen, Ente. Geh mal näher an die hin. Ente, du hast keine Chance, aber ich werde noch mehr platzieren, die dich alle schnappen. Ciao, Alti. Oha, Leute. Er hat sich erstmal zurückgezogen wegen den fleischfressenden Pflanzen davor. Aber die sehen mich auch gerade so an. Ich glaube, die würden mich auch sehr, sehr lecker finden. Deswegen muss ich mich auch nachnehmen. Soll ich denn jetzt schon mal Diamanten hier raus? Ach, wisst ihr was? Ist mir egal. Ich nehme einfach alles raus. Mein Ziel ist es nämlich, alles aus dem Baum hier rauszubekommen. Und zwar habe ich auch ganz viele Items, um mich zu verteidigen. Warte mal. Ich habe zum Beispiel auch hier ganz viele Zaubersprüche, mit denen ich mich auch wehren kann gegen IT in dem Fall. Ich wollte schon einfach sagen. IT, was machst du hier? Du bist von der anderen Seite gekommen. Ich bin von der anderen Seite und jetzt bist du fertig. Nee, also, Mann, weil ich habe nämlich ein Blasrohr. Und warte mal, aus Bambus. Komm her, das ist gar nicht so einfach zu treffen. Ja, einmal habe ich getroffen und... Ja, Alter, du bekommst Schaden und du hast Gifteffekte. Bleib stehen, ich treffe dich. Oha, die fleischfressende Pflanze hat gerade einfach rein hier aufgegessen. Habt ihr das gesehen? Wie heftig, Mann. Es funktioniert. Ich muss mir kurz eine Cyberbox holen und da schon mal die Diamanten raustragen aus dem Baum. So, und das platziere ich jetzt mal. Eigentlich gehören die Sachen ja IT, weil es ja sein Grundstück ist. So, jetzt muss ich den Baum nur noch ein bisschen länger verteidigen, dass der nicht an das Geld rankommt. Let's go! Aber das ist so viel, das kann ich unmöglich alles alleine hier rausbringen. Wow, IT, versucht's wieder. Warte, das kannst du doch gar nicht alleine ausgeben. Lass mich auch dahin. Niemals, Alter, was habe ich für Zaubersprüche? Warte mal, was macht das? Und zwar Fangs. Oha, das erschafft so Mäuler, die aus dem Boden kommen, Leute. Mit dem Naturzauberstab. Wie krass. Jetzt habe ich mir noch 3 Schalkerbox besorgt, die ich vollstopfen kann mit Diamanten und Spectral Gems und Geld. Alter, versucht es immer noch. Geht auf Geld hier, nicht auf mich. Und warte mal, jetzt spawn ich einen Silberfischwarm. Let's go. Wow, die greift meine Pflanze an. Oha, die ist hier mega aggressiv drauf. Und eigentlich kommt die aber noch nicht durch. Was macht das hier? Wow, das ist ein Erdbeben. Wo seid ihr geflogen? Jetzt habe ich diesmal einfach... Verschwinde, IT. Nein, geh weg da. So, und weg ist er. Leute, jetzt spawn ich noch hier mehr fleischfressende Pflanzen, dass sie hier nicht durch kann. Bald sehen, ob er es schafft. Ich packe jetzt erstmal mehr Geld hier rein. So, ich habe schon fast alles raus, die Bits. Let's go. Was treibt IT da gerade? Ich habe ihn gerade gehört. Oh, oh, seht ihr das, Leute? Er hat einen Flammenwerfer. Damit kann er meine fleischfressenden Pflanzen niederbrennen. Deswegen erschaffe ich jetzt eine Dornenwand, die ihn auch abhalten wird. Au, und boxt doch mich nicht, ihr Pflanzen. Ich beschütze euch doch. Gar nicht gut. Er wird nicht mit Dorn hängen bleiben. Ente! Es gibt gleich Ente-Süßsauer zum Frühstück. Leute, ich brauche einen Zauber. Und jetzt kommt... Oha, Alter, das hat sich schon erledigt, weil er wollte um die Dornen laufen. Aber ist dann voll in die Pflanzen reingelaufen. Sehr gut. Das heißt, die fleischfressenden Pflanzen sind doch stark. Trotz Flammenwerfer, jetzt stelle ich mal wieder welche auf. Es ist so gefährlich, die aufzustellen, weil die wollen, wie gesagt, auch mich aufessen. Aber Alter, wir haben in der Zeit schlau. Jetzt hat er einen neuen Flammenwerfer. Wow. Oh, ist ja noch besser, Junge. Oha, warte mal, da habe ich jetzt leicht einen neuen Zauber. Was macht der hier? Der macht gar nichts. Der macht nur Blätter.
Und das, oha, das macht eine Schockwelle. Ente. Und jetzt aktiviere ich die Fänge, zack. Icy, wo steckst du? Lass mich die Diamantkiste aus dem Icy, deine Flamme. Und was macht das hier? Wow, ich habe gerade Dornen gezaubert. In dem bleibt man hängen. Und das hier macht ein fettes Erdbeben. Und das erschafft Wasser. Was geht, Mann? Jetzt bist du fertig, Ente. Und jetzt kommt mein Erdbeben wieder. Zack, Icy, flieg hoch. Und jetzt komme ich mit dem wieder hier. Au. Oha, ich habe dich wieder besiegt. Nice, Mann. Das war aber gerade ganz schön knapp, Leute. Ich muss mal schauen, was ich noch für Fähigkeiten habe. Aber ich habe irgendwie nur Naturfähigkeiten, mit denen ich Seite ärgern kann. Und hier die Diamantkiste kommen kann. Komm. Gönn mir noch mehr Kiste. Ich muss jetzt wieder ausräumen. Die ist ja wieder voll, komplett. Also mein Inventar, meine ich. Ein Versuch habe ich noch. Hä, was treibt der jetzt? Was hat der vor? Da werde ich einfach die Sonnen-Items dazu nehmen und werde ihn so ärgern. Wieso überrasche ich dich von oben, Junge? Hä, von oben? Da ist doch eigentlich gar nicht. Ich höre die ganze Zeit reden. Was hat der vor? Ja, Ente. Hä? Wow, Ente ist da oben. Warte mal, da mache ich einfach ganz easy einen Solarstrahl auf ihn. Und zack, Mann. Komm her, dagegen hast du gar keine Chance. Schnell ins Wasser wieder, weil er mich hier angezündet hat. Let's go. Und wir räumen weiter aus. Bald haben wir es geschafft, Leute. Wir haben alle Diamanten und alles Geld und alle Gems hier rausgebracht in meine Kisten. Perfekt. So, die ist auch voll. Alti darf davon nichts abbekommen. Ich habe ja auch noch Zaubersand, wo er reinversucht. Ey, Alti, beruhig dich. Jetzt habe ich dich, Junge. Komm her, Mann. Oh, ey, ich bin locker. Alter, ist in ein Loch gefallen. Nice, Mann. Aber er versteckt sich. Jetzt werde ich das hier machen. Was macht das? Wow. Das rollt ja eine Kugel runter. Alter, bleib mal ganz kurz still. Ich muss mit der Bowling spielen. Das ist nicht. Hey, er baut sich zu den Diamanten. Das darf doch nicht sein. Da werde ich jetzt einfach ein Erdbeben zünden, wenn er sich in der Erde versteckt. Und zack, Mann. Wow. Wo sind denn die Diamanten, Junge? Nein, er darf nicht an meine Schalker-Chest kommen. Geh da raus, Alter. Warte, jetzt habe ich noch mehr Mobs, die ich hier einsetzen kann. Und zwar sind das Käfer, die Alti und mich angreifen, ne? Ja, das hat ihn auch besiegt, Leute. Bald habe ich das Käferstück ausgeräumt. Jetzt beeile ich mich aber wirklich. Nicht, dass er jetzt wiederkommt, weil er wird bestimmt immer krasser ausgerüstet sein. Und das war auch gleich fast die letzte Fuhre. So, jetzt hier alles reinpacken. Let's go, let's go. Ich muss mich beeilen. Schnell. Oh, und da vorne ist Alti. Dann zünde ich jetzt den großen Erdball. Let's go. Komm her, Alti. Diesmal hast du keine Chance, Junge. Natürlich habe ich die hohe Diamantrüstung und Tornado. Wow. Aber er ist zu hoch dafür und... Hey, geh von der Kiste weg, Alti. Diesmal habe ich sie. Und jetzt kommt der Boulder-Effekt. Zack. Das hat gar nichts gebracht, Leute. Ist ja komplett leer, Junge. Weil ich die gar nicht hier in die Schalker-Kisten umgeräumt habe, Alti. Aber wo sind denn die Diamanten? Keine Ahnung, wo die sind, IT Bro. Moment mal, ich glaube, ich habe einen Plan, wo. Ich weiß nicht, wo könnten die sein? Ey, nein, weg mit dir. Leute. Ich muss weg. Ich lasse die Diamanten einfach zurück. IT wird mir zu doof. Der wird mir zu streng und der besiegt mich bestimmt. Und der wird bestimmt aggressiv, Leute. Das ist ja sein Grundstück. Ich lasse ihm lieber die Diamanten. Ne? Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei IT vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao.